Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrella.de. Schön, dass ihr reinschaut. Heute dreht sich unser Thema um die Wirtschaft. Genauer gesagt, wir wollen uns die Grundlagen der sogenannten Volkswirtschaftslehre, abgekürzt als VWL, anschauen. Volkswirtschaftslehre oder Wirtschaft im Allgemeinen bezeichnet nicht die Wirtschaft an der Ecke, wo man abends mit seinen Freunden hingeht. Nein, es handelt sich um den Begriff, der auch in der Fachsprache als Ökonomie bezeichnet wird. Dieses Wort der Ökonomie kommt aus dem alten Griechischen, also ungefähr aus der Zeit 500 Jahre vor Christus. In dieser Zeit haben Menschen gelebt wie Sokrates, Plato oder Aristoteles, die ihr vielleicht aus anderen Fächern schon kennt. Was bedeutet nun Ökonomie? Ökonomie ist die Lehre vom Haushalten. Und haushalten muss man immer dann, wenn man von etwas zu wenig hat, um es einfach ungeplant ausgeben zu können. Wie das Ganze funktioniert, bedarf einer gewissen Organisation. Und um diese Organisation verstehen zu können, wollen wir uns insgesamt 10 Regeln bedienen. Diese 10 Regeln werde ich euch in diesem Video, aber auch in den nachfolgenden Videos dann vorstellen. Starten wir also mit dem Begriff, dass wir knappe Güter haben. Knappe Güter möchte ich euch anhand eines einfachen Beispiels vorstellen. Wir befinden uns also in der Zeit der alten Griechen. Und wir haben nicht viel anderes, außer eine kleine Ziegenherde mit 10 Ziegen und sonst haben wir gar nichts. Wir haben aber tagtäglich Hunger. Nun könnten wir jeden Tag eine Ziege schlachten und jeden Tag ein Ziegenkotelett essen. Aber spätestens nach 10 Tagen würden wir verhungern. Also wollen wir das anders machen. Wir möchten jeden Tag unsere 10 Ziegen melken und bekommen da ungefähr 1 Liter Ziegenmilch raus. Und über Nacht können wir aus diesem Liter Ziegenmilch einen schönen Ziegenkäse machen. Das bietet sich wunderbar an, denn Ziegenkäse ist nicht nur mein, sondern auch dein Leibgericht. Das machen wir Tag ein und Tag aus und das Ganze funktioniert wunderbar. Eines schönen Tages stellen wir aber fest, oh mein Gott, wir haben ganz schön zugenommen, wir sind dick geworden. Deshalb wollen wir ab morgen Diät machen. Wir führen unsere Ziegen also nicht auf die grüne Wiese, und die bekommen auch kaum was zu trinken und dementsprechend geben die am Abend keine Ziegenmilch mehr. Stattdessen liegen wir einfach den ganzen schönen Tag in der Sonne. Das funktioniert ganz gut, denn wir werden schön braun und wir haben keinen Stress mit den Ziegenhirten. Das machen wir dann wieder eine Weile, aber spätestens am zweiten oder dritten Tag stellen wir fest, der Magen knurrt doch ganz schön laut. An diesem Punkt werden wir uns entscheiden. Entweder unterbewusst oder ganz bewusst, dass wir etwas umstellen müssen. Wir sagen, ab morgen gehen wir wieder auf die Wiese und lassen dort unsere Ziegen eben ihr Gras fressen, und damit wir sie am Abend dann melken können und diese Milch zum Ziegenkäse verarbeiten können. Wichtig an diesem Punkt ist, dass wir uns ganz bewusst dazu entscheiden, morgen eben nicht in der Sonne zu liegen, sondern mit den Ziegen auf die Alm zu gehen. Und da sind wir auch schon bei der ersten Regel. Die lautet, du musst dich entscheiden. Warum müssen wir uns entscheiden? Rufen wir uns den Begriff der knappen Güter nochmal in Erinnerung. Tatsächlich ist es so, dass wir an einem Tag entweder auf unsere Ziegen aufpassen können, damit nicht in irgendein Adler kommt oder ein Wolf uns hier reißt, oder wir verbringen den Tag damit, in der Sonne zu liegen. Fakt ist, wir können nur eins von beiden machen. Unser sogenannter Engpassfaktor oder eben auch unser knappes Gut, das uns zu dieser Entscheidung zwingt, ist die Zeit. Wir haben eben nur begrenzt Zeit und nicht Zeit, um beides gleichzeitig zu tun. Wie wir diese Zeit dann einsetzen, nennt man in der Fachsprache Allokation. Das ist unser zweiter wichtiger Begriff.
Wir haben also gesehen, in einem ersten Schritt haben wir festgestellt, dass wir nur eine begrenzte Zeit haben. Wir haben also ein knappes Gut. Wie wir diese Zeit einsetzen wollen, das nennt man Allokation. Und eben damit zusammenhängend ist die erste Regel, dass man sich entscheiden muss. Eng damit verbunden ist die zweite Regel. Die zweite Regel lautet, du kannst nicht alles haben. Das möchte ich nochmal hervorheben. Schauen wir uns also an, ob wir in der Sonne liegen oder auf die Ziegen aufpassen. Dann kann man sagen, dass der Preis dafür, in der Sonne zu liegen, darin besteht, dass wir am Abend die Ziegen nicht melken und dementsprechend keinen Ziegenkäse essen können. Auf der anderen Seite ist der Preis, dass wir satt werden und Ziegenkäse haben, dass wir einen mühevollen Tag hatten, in dem wir auf der Alm waren und auf die Ziegen aufgepasst haben. Wir können also sagen, dass der Preis des einen Gutes, zum Beispiel des Käses, so viel wert ist, wie das, was wir dafür aufgeben. Auf der anderen Seite unsere Freizeit, die wir in der Sonne verbringen könnten. Wenn wir dieses Konstrukt haben, können wir das auch jederzeit wieder umkehren. Der Preis, um in der Sonne zu liegen, ist nämlich genauso groß und ist nämlich exakt das, dass wir am Abend nämlich hungern werden. Und diesen Zusammenhang von den beiden Gütern, die eben knapp sind, die nennt man diesen Zusammenhang, das sind die sogenannten Opportunitätskosten. Wie ihr seht, hängen die Regeln 1 und 2 sehr eng miteinander zusammen. Und sie leuchten euch sicherlich auch auf den ersten Blick relativ gut ein. Es ist also gar nicht so schwer. Im nächsten Video werden wir uns mit den folgenden Regeln befassen. Und bis dahin wäre es toll, wenn ihr euren Freunden in der Schule und auch euren Geschwistern von unserem Projekt hier mit lyrelda.de erzählen würdet. Vielen Dank!